Ich hoffe, man sieht mich hier grau auf grau mit meinem grauen T-Shirt vor der grauen Wand. Wir haben heute was ganz Tolles für euch. Wir haben nämlich endlich Piaggio Medleys, New Medley 125. Wir haben leider nicht alle Farben da. Wir zeigen euch gleich, was wir so rumstehen haben. Und wir haben natürlich eine Vergleichsfahrt für euch am Ende des Videos. Und zwar, jetzt wird spannend, mit der aktuellen GTS 125 von Vespa. Ist für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant. Wir haben im New Medley 15 PS, wir haben in der Vespa aktuell 12 PS. Mal gucken, wie es ausgeht. Und abonniert uns wieder sehr gerne. Abonniert den Kanal, wir würden uns mega freuen. Und dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr. Ich würde sagen, wir legen los. Auf geht's. Gefällt, was ihr seht. Piaggio Medley, wir haben hier vier Fahrzeuge. Wir haben dreimal Sport. Wir haben also einmal Sport Schwarz-Matt, Medley Sport Grau, Medley Sport Weiß und den normalen in Weiß. Wir haben die hier so stehen. Ich hoffe, ihr seht dann auch ein bisschen die Unterschiede. Wir gehen es gleich durch. Und ja, wir freuen uns, dass wir endlich Fahrzeuge haben. Es hat ja doch etwas länger gedauert. Und beziehungsweise Nachschub bekommen haben, weil wir hatten ja schon die einen oder anderen Fahrzeuge. Und legen wir direkt los. Der Medley ist sehr beliebt mittlerweile. Es ist das, ich würde sagen, ja, so das mittlere Kind aus dieser Großradrollerfamilie von Piaggio. Den Einstieg macht hier der Piaggio Liberty. Und dann kommt hier der Piaggio Medley und das große Ende macht der Beverly. Beim New Medley ist einiges passiert, vom alten zum neuen, auch das Display, welches wir, würde ich sagen, uns gleich als erstes anschauen. Wir gehen hier zum Weißen rüber. Das ist also echt ein ziemlich großer Bildschirm. Es wird uns sehr viel angezeigt. Wir haben die km/h natürlich, wir haben einen Drehzahlmesser, wir haben die Kühlflüssigkeitstemperatur, wir haben eine Tankanzeige, wir haben eine Restreichweitenanzeige, Außentemperatur, wir können die Restreichweite über den Mode-Schalter verändern, wir können hier auf maximale km/h, Batteriespannung und. Kilometer pro Liter Verbrauch, so wird das hier meistens bei den Rollern angezeigt. Dann haben wir einen Tripzähler. Wir haben natürlich eine Uhrzeit und ja, genau, finde ich recht übersichtlich. Ja, der New Medley hat auch eine Start-Stopp-Automatik. Die kann man, wenn man möchte, deaktivieren. Die arbeitet aber sehr sauber und wir hören uns hier ganz kurz, wenn wir gerade schon an dem Fahrzeug sind, auch gleich mal an, wie der Roller startet, weil durch diese Start-Stopp-Automatik startet der ganz sanft. Ich hoffe, ihr habt es jetzt gehört. Wir probieren es gleich nochmal. Das ist also kein langes Orgeln vom Anlasser. Achtung. Sondern der ist sofort da, der springt sofort an. Finde ich sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Der Motor hat jetzt 15 PS. Das ist das Maximale, was man auch gerade jetzt mit diesem B196 zum Beispiel fahren darf. Also mit dieser Schulung, mit dieser Führerscheinerweiterung. Und hier sind generell einige Vorteile vereint. Also wir haben zum einen die großen Räder. Wir haben den Tank, der wieder hier unten im Drittbrett sitzt und da überhaupt nicht stört. Wir haben dazu ein sehr großes Helmfach. Das schauen wir uns gleich an. Aber nicht an diesem Fahrzeug, an diesem Fahrzeug. Also hier ist sehr, sehr viel Platz. Dann das TFT-Display, die vollen 15 PS und deswegen ist der Roller halt einfach so gefragt.
Preislich liegen wir hier bei 3.800 Euro für den normalen und 3.900 Euro für die Sportversion. Die Preise sind wieder mit 19%. Das heißt, aktuell spart ihr euch, oder von 1.7. bis 31.12.2020 spart ihr euch die 3% Mehrwertsteuer natürlich. Und dieses Gesamtpackage bei dem Roller, also Preis in Verbindung mit dem, was hier alles geboten wird, ist mega gefragt. Und deswegen, also der Roller kommt wahnsinnig gut an und der ist auch super. Der hat einen guten Durchzug. Hier seht ihr übrigens auch noch ganz interessant das Original Topcase von Piaggio mit Rückenlehne. Auch da passt sehr viel rein. Die Rückenlehne passt zum Sitzbankbezug. Wir haben es extra hier montiert, dass ihr seht, wie das Ganze ausschaut. Ja, wir gucken uns auch gleich noch die Vergleiche an zwischen Sport und normalem Medley. Wie immer bezieht sich's nur auf Äußerlichkeiten, also Technik, Motor ist identisch. Wir haben bei der normalen Version silberne Felgen und Chromteile. Zum Beispiel hier vorne der Einsatz um dieses Wabennest ist in Chrom gehalten. Diese Seitenteile sind, was ist das für ein Farbton? Ich würde fast sagen ein Bronze. Genauso wie der Durchstieg unten beim Tank. Das ist alles in diesem Farbton gehalten. Der Träger hinten, die Sitzbank ist in einem dunkelbraun gehalten. Also es ist alles ein bisschen dezenter, ein bisschen klassischer. Und ja, beim Sport ist es halt optisch, nur optisch voll auf Sport getrimmt. Schwarze Felgen, schwarzes Innenleben, schwarze Sitzbank mit roten Ziernähten, rote Stoßdämpfer. Diese Wabenumrandung ist hier in Rot. Es sind einfach nochmal so ein paar sportliche Akzente. Und wie gesagt, ganz wichtig, technisch kein Unterschied. Ja, es gibt übrigens, was ihr hier nicht seht, zwei Farben von dem normalen, die uns fehlen. Das ist einmal ein schwarz glänzend und das ist einmal ein hellblau. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreiben, 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 kommentiert. Und wir sind jetzt gleich sehr gespannt auf die Vergleichsfahrten gegen die GTS 125. Man munkelt ja so ein bisschen, dass der Motor, der wassergekühlte 125 Kubikmotor, der jetzt im Medley verbaut ist, eventuell auch irgendwie in die GTS passen könnte. Und Euro 5 erfüllt der Medley-Motor ja schon. Und wir wissen auch nicht, was kommt. Wir sind gespannt. Wir behalten den Winter oder den Jahreswechsel im Auge. Wir drücken die Daumen. Vielleicht passiert da auch was in Richtung GTS. Und genau, wir gucken einfach mal, was kommt. Lasst uns zu den Fahrten, zu den Vergleichsfahrten, zu den Testfahrten gehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr kriegt noch ein kurzes Fazit von mir für die Vergleichsfahrten. Ihr seht, der Medley ist doch ein kleines bisschen schneller. Der Roller ist allerdings auch leichter, muss man dazu sagen. Die GTS hat ein paar Kilo mehr. Und ich finde, für das, dass der Medley leichter ist, den Unterschied gar nicht so groß. Also der 12 PS Motor, der aktuell in der GTS verbaut ist, hängt auch ganz gut am Gas. Gefühlt macht er das mit mehr Drehzahl, würde ich sagen. Er ist deswegen auch ein bisschen lauter. Die Vibrationen sind vielleicht ein bisschen stärker. Und ja, also es ist ein Unterschied da, aber die Welt ist es nicht. Nochmal, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.